Herzlich willkommen im Arnulf-Reiner-Museum. Mein Name ist Christine Humpel-Matzecker. Ich bin eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Museum und leite auch die Kunstvermittlung. In den nächsten Wochen wird sich das Team der Kunstvermittlung durch die Jubiläumsausstellung Arnulf-Reiner-Revue führen. Jede Woche bekommen Sie einen Einblick in einen anderen Ausstellungsraum. Kuratiert wurde die Ausstellung von Helmut Friedl, einem absoluten Kenner des Werks von Arnulf Reiner. Herr Friedl war auch viele Jahre lang Direktor im Lehmbachhaus in München. Mit der Ausstellung Revue feiert das Arnulf Reiner Museum gleich zwei Jubiläen. Zum einen den 90. Geburtstag von Arnulf Reiner, den der Künstler im Dezember 2019 begehen durfte, und zum anderen das 10-jährige Bestehen des Arnulf Reiner Museums. Mit über 100 Werken aus 9 Jahrzehnten gibt die Ausstellung Revue einen umfassenden Einblick in das künstlerische Arbeiten von Arnulf Reiner. Sie sehen verschiedene Motive, verschiedene Themen, aber auch unterschiedliche Techniken, die der Künstler über viele Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt hat. Begleiten Sie mich jetzt in den ersten Ausstellungsraum. Bevor wir uns die Ausstellung anschauen, möchte ich Ihren Blick auf die historische Architektur unseres Museums richten. Wir befinden uns im sogenannten Spiegelsaal. Dieser Raum war einst ein Salon. Hier haben sich die Badegäste getroffen, denn unser Haus war einst ein sehr nobles Kurbad. Erbaut wurde dieser Badetempel bereits 1821. von Charles de Moreau, einem führenden Architekten des französischen Klassizismus. Bis 1974 gab es hier Badebetrieb. Dann wurde das Gebäude bis in die 2001er Jahre hinein als überregionales Ausstellungszentrum genutzt. 2009, nach einer umfassenden Renovierung, eröffnete das Arnulf-Reiner-Museum und wurde damit einem Künstler gewidmet, der nicht nur in Baden geboren wurde, sondern zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern zählt. Nun schauen wir uns aber die Ausstellung an. Wir befinden uns jetzt in der sogenannten Dombrett-Galerie. Dieser Raum ist nach Dr. Andreas Dombrett, einem Förderer des Arnulf-Reiner-Museums, benannt. Hier sehen Sie aktuell das Frühwerk von Arnulf Reiner und damit seine prägenden künstlerischen Jahre von 1947 bis 1958. Meine ganze künstlerische Arbeit ist vom Surrealismus ausgegangen. Seine anarchischen und negativen Gestaltungsmomente haben mich besonders fasziniert, sagte Arnulf Reiner 1970 über seinen Beginn als Künstler. An den Wänden sehen Sie unter anderem Bleistiftzeichnungen auf Papier. Hier hat Arnulf Reiner seine künstlerische Weggefährtin Maria Lasnik im surrealistischen Stil porträtiert. Damals war Reiner erst 18 Jahre alt. ‚1951 unternahm der Künstler mehrere Reisen nach Paris, eigentlich mit der Absicht, den Surrealismus zu studieren. Schnell wurde ihm jedoch bewusst, dass der Surrealismus in Paris schon in den Endzügen lag und damit eigentlich vorbei war. Was Reiner aber in Paris entdeckte, war eine andere Kunst, eine neue Malerei, die später auch als informelle Kunst
in die Kunstgeschichte eingehen sollte. Rainers Werk wurde immer dichter, kleinteiliger, feingliedriger und ersetzte auch neue Materialien wie Transparentfolie oder Papier mit einer dünnen Textilschicht ein. Die beiden Werke Mikro und Wasserwelt 2 sind beide kurz nach der Paris-Reise 1951 entstanden. Zeitgleich begann der Künstler mit geschlossenen Augen zu zeichnen und zu malen, rein aus dem Tastgefühl heraus. Seine Arbeiten wurden nun endgültig ungegenständlich. Alle Formen haben sich aufgelöst, wie in diesen Tuschezeichnungen. Diese auch als Zentral- oder Vertikalgestaltungen genannten Papierarbeiten bestehen meist nur aus wenigen Strichbündeln, die auf die Mitte des Blattes konzentriert sind. Die Serie der Reduktionen zeigt weiters die rasche Entwicklung des Künstlers in den 1950er Jahren. Es sind schwarze, monochrome Bilder mit einem abgegrenzten Rest. Das linke trägt beispielsweise den Titel Gebirge. Das rechte hat den Titel Schiff. Kurz darauf, ab Mitte der 1950er Jahre, entstehen Rainers erste Übermalungen, mit denen er dann weltberühmt geworden ist. Hier im Raum zeigt Kurator Helmut Friedl, wie er selbst sagt, einige kleine Setzungen aus dieser wichtigen Werkphase der Übermalungen. Wir sehen einen schwarzen Kreis, eine kleine schwarze Übermalung, ganz oben eine rote Übermalung, die wir vielleicht nicht gleich wahrnehmen, welche aber einen Hinweis darauf gibt, was in den nächsten 7 Jahrzehnten im Werk von Arnulf Rainer alles noch entstehen wird. Weitere Werkphasen bei Arnulf Rainer werden in den nächsten Wochen Pia Praska und Hermann Weißenbacher berichten und Sie weiter durch die Ausstellung Revue führen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.